So, hallo Leute. Ich möchte euch mal ein bisschen was erzählen. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Wenn ich wirklich mal ins Richteramt kommen sollte, dann brauche ich auch irgendwas Schnittiges, so was auch in meinem Alter und was auch zu meiner Farbe passt, ne? Und da habe ich mir dieses Auto gekauft. Ist nur ein Zweisitzer, aber je mehr ich irgendwelche Gerichtsurteile irgendwann fällen werde, dann brauche ich vielleicht gar keinen Viersitzer mehr. Vielleicht noch nicht mal mehr einen Zweisitzer. Weil dann will sowieso keiner mehr mit mir mitfahren. Im Gegenteil, dann brauche ich eher ein Auto, was so ein bisschen schusssicher ist. Ja, weil man macht sich bestimmt nicht Freunde, ne? Ja, Leute, also, ich mache jetzt bald mein, sag schnell, mein Be ich habe euch ja erzählt von der Bewerbung bei der Polizei. Habe ich noch nicht? Weiß ich nicht. Also, ich bewerbe mich ja bei der Polizei und zwar, ich muss ein Praktikum machen. Und dieses Praktikum, ja, da möchte ich euch gerne so ein paar Sachen voll in meine Biografie mit einbringen, ja. Dass ihr dann mal sagen könnt, oh, so geht ein Praktikum bei der Polizei. Ja, ne? So, und dann werde ich später mal dort hinten arbeiten, ne? Ja, und das wird, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube mal, nee, David, da ist das, da ist das. Oh, ich kann mir so schlecht zeigen immer mit meinem alten Finger, mit meinem alten Arm. Ah ja, gut, muss ich noch mal üben. Ja, auf jeden Fall, da ist nachher vielleicht mein Gerichtsgebäude, wenn ich das alles schaffe, ne? Gut, Leute, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt vom Acker mit meinem guten, geilen Auto. Ja, und auch da seid ihr, ja. Ja, und dann, ja, ne? Seht ihr jetzt ein paar kleine Ausschnittchen in meiner Biografie von meinem, na sag schnell, na, Praktikum bei der Polizei. So, ne? Bis dann erstmal. Ciao. Ja, da parke ich lieber so. Mein Schlitten, der braucht ein bisschen mehr Platz. Und als angehender Richter kann ich ruhig so stehen bleiben. So ein Gefährt wollte ich mir auch mal holen, aber das ist zu. Ich wollte mir eigentlich eins holen, was so für Schwerbehinderte ist. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die sagen. Guten Tag, meine Herren. Moin. Hallo. So, hallo, Warte, warte, hallo. Moment, jetzt klingelt noch mein Telefon nebenbei. Ah, ja, der ist das, glaube Super, ich. ja, wie kann ich weiterhelfen? Ja, ich wollte mich anmelden für ein Praktikum. Ein Praktikum anmelden, neu. Ja, ich bin angehender Richter in der Ausbildung. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen meinen Dienstausweis zeigen. Und Herr Jade war gestern mit mir im Gespräch und mit uns. Ja, und wie gesagt, meine Aufgabe ist, ein Praktikum zu absolvieren. Okay, wie alt sind Sie denn? Ich bin 61, nee, 60, ich werde 61. So, und ich würde auch dieses Praktikum auf eigene Gefahr machen Entschuldigung. wollen. Oh, Angriff auf Polizeibeamten. Ja, ich war das ja nicht. Herr Jade, hallo, ich grüße Ja, Sie. moin moin. Ich stelle mich nämlich hier zum Praktikum vor. Das finde ich gut, ja, sehr gut. Ja.
Wir sind ja ein bisschen in Zeitdruck, ne? Weil ich ja bald in Urlaub fahre, deswegen möchte ich so einiges gewuppt kriegen. Gut, das Limit habe ich sogar schon erhöht auf 4, wir hätten sogar schon 2 aktuell. Dann machen wir das mal, dann brauche ich einmal den Personalausweis. Ja. Also ich habe ihn noch nicht bekommen. Oh mein Gott, ich bin den mal wieder. Oder ich gebe den Jade weiter. Ja, genau, danke schön. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin der Herr Dier, Johnchen Dier. Aha, gut, dann sind Sie genau die Person, die ich gesucht habe. Ich und mein Kollege, der Herr Schwarz, wir haben das Vergnügen, Sie als Praktikanten heute erstmal mitzunehmen. Ja, gerne. Zeigen und ähnliches. Es gibt leider aktuell aber ein paar Probleme mit den Türschlössern hier, die müssen wir austauschen werden. Ja. Bedeutet, ich komme da vorne durch die Tür nicht und ähnliches, deswegen mache ich den PD-Rundgang später. Gut. Und wir fangen jetzt erstmal an mit ganz normaler Streifenfahrt, Alltag. Die Dame sagte gerade, dass ich noch eine Jacke abholen soll, dass das wir uns... Das ist korrekt, da gehen wir auch noch hin, Kleidungsladen, da gibt es einmal... Ihr Name hatte ich nicht ganz verstanden. Jürgen Edelmann bin ich. Herr Edelmann? Genau. Herr Edelmann und genau. Herr Schwarz, genau, okay. Jawohl. Dann holen wir uns mal ein Auto von Boston. Gut. Das war kein Problem. Sie können bei mir antworten, Jürgen Trubo. Ja. Eins am anderen. Ja, einmal Jürgen Trubo, mein Bester. So, ist denn heute ein bisschen was los oder eigentlich weniger? Ich soll ja mal die Menschen kennenlernen, nicht? Wie das so auf der Straße zugeht. Menschen kennenlernen? Oh jawohl, da fahren wir mal. Weil wir müssen erstmal Kleidungsladen schon wieder vergessen. Haben Sie Geld bei sich? Ja. Wie viel? 6.900. Gut. Warum? Sollte ich das lieber einzahlen? Nee. Sie brauchen ein bisschen Geld hier. Der Laden ist nicht allzu billig. Ach so, das ist keine Kleidung, die ich gestellt bekomme. Meinen Sie? Ich sag, das ist keine Kleidung, die ich gestellt bekomme. Nee, leider müssen wir die auch immer jedes Mal ankaufen. Aha. Uns geht's aktuell finanziell nicht so gut. Nein, das macht nichts. So. Das ist die Weste 12.0. So. Oh, mein Hütchen muss ich ja abnehmen. So. Oh, Herr Schwarz, Sie fangen. Okay. Oh, warte, Augenblick. Augenblick, bitteschön. Ich bin zwar ein bisschen jünger als ihr, aber so schnell bin ich auch nicht. So, wunderbar. Wunderbar. So, ja, das Praktikum ist ja dafür da, dass ich jetzt, weil ich ja der Anwärter meine Ausbildung zum Richter mache. Zum Richter? Ja, und daher soll ich ja natürlich auch mal einige Sachen kennenlernen, wie es auf der Straße zugeht. Ja, das Erste, wo wir hinfahren, fahren wir zu den Medizinern, die wir so auch mal kennenlernen. Ja, gerne. Das heißt ein Medizincheck. Genau, so stehen da welche draußen, normalerweise unterhalten sie sich doch, da sind sie doch. Dann halten wir mal an. Kürzer, Respekt, Anton. Ah, den machen wir raus, komm mit der da rechts. Machen wir mal eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der war ein bisschen schnell, zügig. Hat auch gesehen, der hält schon an. Top. Da hinterher holen wir uns. Und. Sie sollten stehen bleiben, hallo. Guten Tag. Jürgen Edelmann, mein Name, das ist der Kollege Schwarz, der
Das ist ein Polizeipraktikantierchen. Wir wollten Sie gerade anhalten wegen der allgemeinen Verkehrskontrolle. Wir haben gesehen, wie Sie von Macebank bisschen erhöhter Geschwindigkeit hier lang kamen. Und dann haben Sie ja quasi selbst stehen geblieben. Oh, okay. Können Sie mir einmal kurz den Ausweis und Ihren Führerschein geben, bitte? Ja, klar. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Bedeutet, Straftäter wurde inhaftiert, hat Straftaten gemacht. Wir haben die Möglichkeit, wenn sie die Bußgelder nicht zahlen können, wofür sie verpflichtet sind, aber wenn sie wirklich auf Deutsch bettelarm sind, dann können wir ihnen die also die Bußgelder abnehmen, indem sie Strafdienst leisten. Das gucken wir uns jetzt mal an. Gut, gucken wir uns an. Mahlzeit. Guten Tag. Wer ist denn hier der Straftäter? Bleib mal ganz ruhig. Der in den karierten Hemd. Ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Wir wollen die Situation deeskalieren. Und der mit den Hemd da ist da der Skyline-Fahrer. Bevor der Herr Unruhig noch wirklich unruhig mit dem Hemd? Wird. Ich hab... ja. Motorradunfall gehabt, haben Sie gesagt. Genau, Motorradunfall. Das ist aber schon 1983 gewesen. Ey. Und seitdem trage ich ja die Schiene. Und deswegen humpel ich auch immer so ein bisschen. Verstehe ich. Ja. Ich wollte dir auch gar nicht zu nahe treten. Nein, ist alles gut. Darüber, ja, in meiner Biografie erzähle ich ja auch darüber. Denn es ist ja so, ich hatte nämlich... Kennen Sie die Stadt Eutin? Nee, nicht. Nee. Weil da wird in Schleswig-Holstein, das ist ganz weit weg, da wird nämlich auch Polizei eingestellt, ne? Schleswig-Holstein. Und da war ich dann zur Prüfung 2 Tage und da habe ich auch alles bestanden. Das war auch 1982. So, und 83 kam dann der Unfall und dann haben sie mich gleich ausgekehrt wegen dem Bein. Super. Aber das macht nichts, das ist in meinem Leben integriert und deswegen alles gut, da tritt mir keiner zu nahe. Es sieht nur manchmal ein bisschen wackelig aus, ne? Ja, aber eigentlich haben sie es standfest, meinen Sie damit, ne? Ja, es ist ja auch so, ich soll ja nachher meine Aufgabe erfüllen. Ich rieche ja hier nur überall rein. Diese Arbeit als Polizist, das ist ja in meinem Alter nicht mehr ganz so einfach. Na gut. Benzefekt, was wollen Sie denn machen, wenn ich fragen darf? Ja, ich mache hier Praktikum, aber ich weiß nicht, ob das so wegen Datenschutz, wegen dem jungen Mann hier links. Ja, dann kommen Sie doch kurz zu Sitz, wenn Sie wollen. Ich kann noch kurz weggehen. Ja. Also, ich mache doch die Ausbildung, warte mal. Ja, ich mache die Ausbildung zum Richter. Und dazu zum Richter? Gehört, ja, und dazu gehört hier das Praktikum. Der Richter. Ja, so ist das. Ach du liebe Neune, da sehen wir uns ja davor gericht. Wir sehen uns bestimmt, wenn ich die Augen... Sie derjenige, dann sie uns Pol den Arsch machen. wenn ich die Ausbildung schaffe, das ist ja auch immer noch so ein Ding. Aber ich glaube an Sie, sage ich Ihnen ehrlich, so wie Sie sind. Sie sind echt sympathisch und ich glaube, Sie schaffen das auf jeden Fall. Die Sie sind, also haben gemacht haben in Ihrem Leben jetzt. Ja, das ist Lebenserfahrung. Ich bin Junge, 25. Ja. Da kann noch relativ viel passieren. Ja, genau. Und ich hoffe, dass noch viel passiert, weil dadurch lernen wir ja nur, ne? Ja, richtig. Man lernt erst dann, wenn man ausgebildet hat. Ja, und wir lernen nie aus. Sogar ich nicht. Das ist so richtig. Man lernt nur dazu. Ja, und das bringt Lebensweisheit. Und wenn ich nachher auf dem Richterstuhl sitzen sollte, dann ist es auch wichtig, dass ich den Menschen sehe. Dass ich sehe, aha, hier steht einer vor mir irgendwie der ist irgendwie mal falsch abgebogen. Ne? Und dann gucke ich mir den mal manchmal an und dann kann man schon mal ein bisschen sagen, ne? Lass mal 5 gerade sein. Aber wie gesagt, nicht immer, ne? Richtig. Aber das bringt die Lebenserfahrung nachher. Sie sind dann nach der Wende auch außer Dienst? So, auf geht's, das freut mich. Ja, aber das sind so... Wie heißen Sie denn nochmal bitte? Nenn mich einfach Wolle. Kein Herr oder sonst etwas, einfach Wolle. Wolle? Okay. Mhm. Ja, ich bin Johnchen, ne? Wir werden uns ja vielleicht öfters mal sehen, wenn Sie mir jemanden bringen, vielleicht, ne?
Muss der bei Bewusstsein sein, oder? Ja, ein bisschen schon, weil ich bin Richter und ich muss ja mit ihm dann sprechen. Weil es ist ja so, ich mache ja die die Ausbildung zum Richter, nicht? Nicht Staatsanwalt oder ähnliches. Ja. Aber mal gucken, wie das so alles wird mit Richterschaft und Anwälten. Ja, das ist alles noch so in den... Ich will nicht sagen, es ist, ja, es soll losgehen, aber mal gucken, wie das überhaupt wird, nicht? Ja, ist halt schwierig. So meine persönliche Meinung jetzt, es ist halt immer schwierig, sowas umzusetzen, finde ich, weil dafür sind die Haftzeiten einfach zu gering, finde ich persönlich. Ja, das geht... länger mit Anwalt und Richter und sowas, aber ich glaube, das geht dann auch eher Richtung Ermittlungsverfahren und sowas nachher, ne? Ja, und ich hoffe ja, dass die Ermittlungsverfahren gut gemacht werden von Ihnen und der Staatsanwaltschaft, nicht? Damit ich gut urteilen kann und nicht alles hinterfragen muss. Ja, es learning by doing, ne? Ja. Man muss sich halt an die Gegebenheiten anpassen. Man darf halt nicht zu sehr auf irgendwelche Sachen, die man von woanders her kennt, beharren, sondern man muss sich halt an diese Gegebenheiten anpassen. Ja, damit habe ich ja Problem, weil ich bin ja in Wirklichkeit, wenn ich nach Hause fahre, sag ich mal, ich bin ja schon seit 3 Jahren Chefe. Ich sitze ja wirklich da, ne? Und das sagte ich dann zu dem Herrn Jade auch, dass ich so ein bisschen angehaucht bin von den Gesetzen, ne? Aber er sagte, nein, hier tickt es anders. Ja, hier ist halt an hier angepasst, ne? Ja, genau so ist das. So. Hier ist der Eingang. Hier gehen wir mit den Straftätern, also normalerweise rein. Momentan wird das nicht so oft genutzt. Aber aha, wenn Sie hier dann reinkommen, ja, ist hier als Besucher zum Beispiel, ist hier der Empfang. Okay. Dann gehen wir durch diese Tür, die eigentlich auch zu sein sollte. Ja. Und da geht man dann mit dem Gefangenen rein. Genau, hier ist ein Punkt, den sehen Sie jetzt nicht. Hier kann der Gefangene sich umziehen in Gefängnisklamotten. Aha, ja. Dann gehen wir weiter mit dem. Ja. Das Allerwichtigste in der JVA, immer die Türen abschließen. Ja, wieso waren die denn auf? War das Zufall? Das kann ich nicht. Ja, weil es wurde ein bisschen was an den Schlössern geändert und ich weiß, dass hier schon lange keiner mehr durchgegangen ist. Weil normalerweise fahren wir immer direkt durchs Tor hier rein und bringen die dann rein. Ach so. Aber das ist halt der normale Gang halt hier lang. Ja, danke. Hier sind wir im Hauptzelt. Ah, da sitzt doch jemand. Das ist einer, der nicht da ist. Aha, okay. Also hier haben wir eine Zelle jetzt als Beispiel. Können Sie da mal reingehen? Ja. Aha. Tja, was kann man hier machen? Einen Ball gegen die Wand werfen, ne? Kann man da hoch? Ja, geht. Kann ich mich auch hinlegen eigentlich, ne? Ja. Kann ich mich auch auf Toilette setzen? Nee, ne? Doch, können Sie. Echt gut. Mal probieren, wie ich da drauf sitze. Ja. Ach so, und dann habe ich ja sozusagen meine Zellentracht an, nicht? Ich anziehe. Kommt halt darauf an, was das für ein Fall ist, aber normalerweise ja. Weiter. Gut, danke. Dann haben wir hier einen Sportraum, der aber so jetzt nicht so aktiv genutzt werden kann. Aha. Sie verstehen, was ich meine? Ja, verstehe ich, ja. Ja, einen kleinen Kinoraum, also einen kleinen Fernseher. Ja. Da muss ich jetzt hier links ran gucken, was hier war. Achso, hier waren die Duschen, genau. Ja, eigentlich gut ausgestattet alles, ne? Ja, wir sind ja noch lange nicht durch, ne? Oh! Anfang. Oh. Also ich sag's mal so, wenn man so eine tolle Sache hat hier für unsere zukünftigen Kunden, dann sollte man das auch öfters mal nutzen, nicht? Das ist halt, wie soll ich sagen, für die Primetime, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, wenn verstehe. Wenn wir halt genug im Dienst sind, wenn auch die die Uhrzeit und sowas, das muss alles im Verhältnis gesehen werden. So, wie lange sind Sie schon jetzt hier? Ich bin am 11.12. bei der Polizei eingestiegen. 11.12. Aha. Und schon wie lange dann in der Stadt? 2 Wochen vorher. Okay. Ja.
Also Ende November bin ich nicht dann eingereist. Hatten auch nie was anderes im Kopf, aber sie sagten, ich gehöre zur Obrigkeit. Genau. Ja. Also ich sag's Ihnen so, wie es ist. Ich habe einen 15.000 Euro Buffalo in meiner Garage, den habe ich seit Dezember nicht mehr gesehen. Ja. Also ja, ich lebe und sterbe für diesen Job. Ja, toll. Es hört sich auch so an, ich sag's Ihnen mal so, Ihre Ausdrucksweise und Ihre Art, wie Sie was erklären, das kommt aus dem Herzen. Ja, soll ja auch so sein. Ich bin ja nicht umsonst Stellvertreter der Ausbildungsabteilung, also das ist mein Ding, eine Ausbildung. Okay. Sie glauben, lassen viele Polizisten, die schon jetzt in der Zeit, also ich bin jetzt in der Ausbildungsabteilung seit Februar als normaler Ausbilder gestartet und wie viele ich jetzt schon durch die Grundausbildung, also ich mache auch die Theorie- und die Praxisausbildung mit. Mhm. Also jeden Polizeibeamten, bis auf die, die aus Los Santos abgeordnet wurden, habe ich alle Polizeibeamten eigentlich ausgebildet. Und lagen Sie schon mal daneben, dass Sie gesagt haben, der machte so einen guten Eindruck und dann, weg. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, also ich kenne das. Man hat ja auch mal ein gutes Herz. Man will ja auch nicht jeden, den Spaß verderben. Ne? Wir haben ja eine Theorieprüfung und dann müssen wir eine gewisse Punktzahl erreichen. Ja. Wenn es da mal knapp ist, dann versucht, wenn so ein, zwei Punkte, dann kitzelt man die noch irgendwie raus. Aber dann, so nach 3-4 Wochen, denkt man sich, ach gut, hätte ich das mal nicht gemacht, dann hätte uns das auch, ja. Ich stelle Ihnen mal eine andere Frage. Ja. Sie sind ja schon so lange dabei. Ich muss jetzt überlegen, wie ich das ausdrücke. Also, wenn Sie jetzt hier in die Stadt gekommen wären, wo es sehr ruhig ist und plötzlich der liebe Herr Baron und die anderen alle, die fangen an, plötzlich komisch zu werden, drücke ich mal so aus. Hätten Sie gesagt, oh, das wird mir zu schlimm, ich quittiere erstmal den Dienst und komme jetzt irgendwann wieder, wenn es ruhiger ist? In der Zeit habe ich hier angefangen. Ja, genau. Ich glaube gar nicht, wie schlimm das hier Dezember, Januar war. Aber Sie haben durchgehalten. Ja, also es war eine Zeit lang im Januar, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, da waren wir erstens mit der Bundeswehr fusioniert, das sage ich jetzt mal nichts weiter dazu. Mit dem Herrn Hort, das weiß ich noch alles, ja. Ja, das war schon sehr schwierig, die Zeit mit den Kollegen. Ich meine, also ich komme mit jedem Bundeswehr wunderbar klar. Also es gibt, ne, man kann immer gut mit den schnacken, nur eben halt, als wir hier zusammengearbeitet haben, das war halt schwierig. Ja, ja. So, und dann kam das Kali-Kartell, hat uns ja belagert, 4 Tage NPD, wir konnten, kamen nicht raus, war nur Schießerei, man ist aufgewacht und gleich Schießerei und... Ja, ja. Das war halt, das war eine schwierige Zeit, wo ich auch überlegt habe, ob das das Richtige ist, aber ich habe es durchgezogen und sage auch nur, mich erschüttert jetzt hier nichts mehr. Ja, bitte. Ich bin mit dem Praktikanten hier, mit dem Herrn Kirchen. Ja, ich werde auch, wenn ich vom Fußball wieder da bin, auch da sein. Schick mir auch Bilder, ne? Denk dran. Von deiner Muschi. Und Herr Dierchen, verstehen Sie das jetzt nicht falsch? Doch, habe ich. Alles klar. Außerdem, ich heiße Johnchen Dier, nicht Dierchen. Entschuldigung, bitte, ich wollte nicht unhöflich sein. Nein, das ist alles gut. So, nee, und das Wort Muschi vergesse ich, obwohl... Das war mein Kollege, Herr Erkan, der mal theoretisch mein Vorgesetzter ist. Also der Leiter der Ausbildungsabteilung und der holt jetzt eine Katze ab. Ja, aus dem Titty Twister. Nein, eine richtige Katze. Also, okay, gut. So, dann lass uns weitergehen. Moment, weiter. Ach, das ist wohl das A. Da gibt's da noch den Raum, ne? Für den ehelichen Besuch. Oh, Äpfel auch, mein Gott. Toll, schön. Ja, die Äpfel würde ich Ihnen empfehlen. Ja, ist schon klar. Aber auch an sowas ist gedacht. Ist das schon so mal genutzt worden? Nein, ne? Doch, von Herrn von Alge ist das mal benutzt worden. Dann haben wir hier unsere Wartenkammer. Mit ein paar Fundstücken. Ja, Falls Sie eine Rakete vermisst haben, da ist sie. Und wenn Sie mal hierher kommen und mal hier ganz genau in die Kiste gucken, falls Sie das vermisst haben, haben wir auch hier gelagert. Was soll ich da sehen, irgendwie? Das rote Objekt da in der Kiste. Das rote Objekt, das sehe ich zwar was, Augenblick. Da? Ja, ich guck mal. Ja, Sie haben den. Oh,
Das ist ja klasse. Ja, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich das hier so erzählen darf, aber ich trage bereits ein Plug. Und ich habe auch, ich sag mal so, der Arzt hat wegen meiner Hüfte gesagt, dass ich da wirklich dann auch Latex drüber ziehen soll. So, ja gut, das ist, so, dann haben wir hier für die nächste Feier, ne, ein bisschen Bargeld und ein bisschen... Ja, okay. Natürlich wird das hier nicht angerührt, ne? Na, natürlich nicht. Also warten kann man, nicht? Das sind alles Beweismittel, ne, die wir Ihnen dann ja natürlich vorlegen müssen. Ja, und da eingepackt sind dann auch noch so ein paar andere Dinge in Plastik. Fragen Sie mich nicht, wieso hier der da ist. Den hat wahrscheinlich Herr Erkan wieder umgefahren. Ja. Also sonst ist jetzt hier nicht weiter was. Hier war nichts mehr witzig. Aber hier kommt dann nicht irgendwas Neues dazu, oder doch? Wird das hier rein? Nein, nee, das okay. Das finden Sie immer so vor. Ja, okay. So. Hallo Leute, also, wer mich noch ein bisschen weiter irgendwie sehen möchte, wie es hier in meiner neuen Stadt so weitergeht, der soll am Ball bleiben. Und ich würde mich freuen darüber, wenn ich hier in dieser Kulisse, in dieser tollen Kulisse, noch ein bisschen bleiben darf. Also, macht mal ab und zu so einen Klick, oder wie heißt das, ich werde mal Follower, würde ich mich sehr darüber freuen. Also, euer Johnchen Dier, ne? Und mal gucken, wie es weitergeht mit mir. Ciao, Leute. Alles Gute, ne?